Jetzt also wieder mit Emilio weiter. Sie ist nahe. Ich werde sie finden und irgendetwas tun. Ostrowski. Ja, wir schwimmen zwischen den ganzen Milzbranderregern rum, das ist ein Traum. Hier will man unbedingt sein. Aber er wollte es ja unbedingt so. Dann also weiter nach unten. So. Ist ja an sich erstmal nicht weiter This is not a schwierig. river. It's a stream. It's not much here, but it flows from somewhere. Ein unterirdischer Fluss, habt ihr den entdeckt und habt dann den Durchgang gesprengt, um den Aralsee wieder zu speisen? Ist das dann der Hintergrund, den sie hier eingebaut haben? Das wäre nicht ganz unlogisch. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, ob nach oben die richtige Richtung ist, aber wir machen es einfach mal. Wir müssen ja irgendwie atmen können und Luft sammelt sich bekanntlich immer oben an. So, von einem Schacht zum anderen. Leider war die Karte drüben auch nicht so genau, dass man das hätte jetzt komplett sehen können, wo wir hier lang müssten. Aber ich komme auch gar nicht mehr runter jetzt. Ah, okay, ich kann hier lang. Na, ein Traum. Der Meeresboden vom Aralsee. Meeresboden? Ist doch ein See. Aber sie sagen auch immer Aral Sea, ne? Also Sea ist ja eigentlich das Meer. Ist ein Sammelsurium von Giftmüll. Das allein macht ihn nicht einzigartig. Viele der Meere sind demselben Schicksal verfallen. Auch die, die nicht von verschmutzten Baumwollfeldern umgeben sind und Teststationen für Biowaffen der Sowjetunion waren. Aber die meisten Meeresböden bleiben unter ihrem Meer. Was? Die meisten? Ach so, klar, weil das Meer verschwindet. Das Schrumpfen des Aralsees hat das Klima Zentralasiens verändert und zahlreiche kräftige Sandstürme provoziert. Der Wind hat Meeressalz und toxischen Staub in der Region verbreitet. Spuren vom Aralseeboden wurden so weit entfernt wie in Kanada vorgefunden. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Ach so, in Kanada wurden Spuren vom Aralseeboden vorgefunden. Wollt ihr das mir gerade damit sagen? Wow, das ist schon krass. Aber klar, leichte Flugstäube, die heizt's über die ganze Welt. Der Atem des Aralsees vergiftet Pflanzen, Menschen und Tiere zugleich. So gut wie jede schwangere Frau und jedes neugeborene Kind leidet an Anämie. Und Ärzte empfehlen Mütter nicht zu stillen, weil dies die Gefahr von Vergiftung erhöht. Ärzte ohne Grenzen kämpfen hier seit 15 Jahren gegen Tuberkulose. Vor 30 Jahren kamen Touristen von überall her, um im Aralsee zu schwimmen. Heute denkt jeder zweimal, bevor man auch mit Augenschutz überhaupt in die Nähe des Sees geht. Das ist echt traurig. Wenn man sich überlegt, was durch diese Waffentests doch an Schaden angerichtet wurde, wie man wirklich die Natur noch zusätzlich zu dem, was man durch diese Baumwollplantagen sowieso schon angerichtet hat, wie man sie noch mehr vergiftet, das ist echt Wahnsinn. Ich kann das nicht nachvollziehen, sowas. Wie man nur so sein kann. Wie man so rücksichtslos agieren kann. Okay. Aber wir haben zumindest schon mal gesehen, da drüben ist er wieder. Ich komme ja bloß nicht raus. Nee, ich komme ja nicht raus. Aber wir sind bei dem Schiff, okay. Wir machen erstmal wieder zurück. Wir wissen zumindest, dass wir in der Nähe des Schiffes sind. Ich weiß bloß nicht, inwiefern wir hier wieder nach unten kommen oder wo wir jetzt hin müssen eigentlich. Das ist mir gerade ein wenig ein Rätsel. Gibt es hier eine Luftblase? Oh, wir können hier rein. Okay. Ach, das ist bloß ein Durchgang. Okay, aber ich muss mal wieder nach oben, blöderweise, weil, ja, der Sauerstoff und so, ne? Geh nochmal bitte hier durch. So, aber hier komme ich wirklich nicht raus. Nee, ich komme da nicht raus. Impossible. Das ist schade. Na gut, es wird auch einen Grund geben, warum hier diese Griffe sind, diese Halterungen, weil wir eben wieder runter müssen. Und ich habe da drüben gerade schon ein Netz gesehen, das heißt, wahrscheinlicherweise werden wir hier auch nochmal mit dem Boss runter müssen. Kannst du dich nicht da festhalten? Geht das nicht? So, okay, dann machen wir es mal so. Wir kommen zumindest mal wieder bis hierher. Aber die Sache ist, hier kommen wir ja auch nicht weiter. Hier ist er zu. Und ich glaube nicht, dass wir hier großartig rumklettern und in neue Bereiche gelangen können. Ich meine, wir sehen ja den Boden des Aralsees, ist schön, aber. Ah, okay, wenn wir reinspringen, kommen wir wieder. Mist. Aber vielleicht kommen wir so wieder bis da runter. Das könnte funktionieren.
Komm schon. Komm schon. Ja, sehr gut. So, dann können wir zumindest mal den Weg jetzt noch ausprobieren hier. Hier sind wir ja bisher noch nicht gewesen. So, nach oben kommen wir hier nicht. Mal schauen, vielleicht wird es ja noch später überflutet. Vielleicht kommen wir da dann lang. Okay. Einmal eine Kette runter. Und jetzt hier unten lang. Sehr gut. Okay, dann kommen wir zumindest schon mal hier in den nächsten Schacht. Und jetzt gibt es auch mal eine Kletterpartie mal wieder im Trockenen. Oh, da geht's gar nicht weiter. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass er auf diesem Holzstück da balanciert, aber nein, er springt einfach durch. Warum nicht? Kann man tun. Es zwingt ihn ja keiner, da drüber zu laufen, aber ich glaube, das ist Hintergrund auch. Und nicht Teil des Kletterparcours. Wir können ja einfach springen. Okay, aber was bringt uns das jetzt genau? Ach, okay, jetzt können wir tief genug hineinstürzen, um hier in die nächste Ecke zu kommen. Das ist gewitzt. Man muss erstmal ein bisschen hier reinkommen, insofern, dass man die genauen Gedankengänge des Spiels verstehen muss. Ach nee, jetzt bin ich aber wieder... Das war ja jetzt sinnlos eigentlich. Jetzt bin ich ja nur einmal im Kreis geschwommen hier quasi. So, aber vielleicht können wir hier... Kannst du dich an dem Seil festhalten? Das muss doch gehen. Hm. Eine Karte wäre cool. Gibt's eine Karte? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Vielleicht müssen wir auch nach links weiter, ich weiß es nicht. Ich will aber erst nochmal kurz hier probieren. Wenn wir den Weg nochmal nehmen, den wir gerade schon hatten. Nee, ich glaube, da kommen wir bloß wieder zurück. Ich glaube, das sind keine neuen Bereiche, die wir hier noch erreichen können, oder? Übersehe ich da gerade was? Weiter nach unten wäre eigentlich... Also da unten in den Gängen waren wir ja noch nicht. Die Frage ist, wo ist der Zugang zu diesen Gängen? Hier oben ist er nicht. Das wissen wir. So, vielleicht wenn wir hier noch ein bisschen weiter runter gehen. Nee, da geht es aber auch nicht weiter. Naja, gehen wir mal hierhin zurück. Dann probieren wir es mal links rum. Also, ich wüsste gerade nicht, was wir sonst machen sollten. Platsch. So. An das Seil wollte er sich ja nicht hängen. Der Junge ist auch ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ne? Einfach mal so rein ins Nichts und dann hoffen, dass an der richtigen Stelle noch ein paar Luftlöcher sind. Naja, wer drauf steht. Aber ich glaube, wir schwimmen gerade wieder zum Anfang zurück, oder? Kann das sein? Juliana? Nee. Want to go for a swim? You say that, I'll see. Then, we go for a swim. How can you live without a swim? Calm down, it's been a long day. Okay, wir haben es wieder rausgeschafft aus der Tiefe. Hoffen wir mal, dass der Weg hier... Oh, hier kommen wir auch gar nicht weiter. Mist. Ach, wir sind bloß unter dem Boot. Ach Mensch, das ist ja gemein. Ich dachte, wir kommen hier wieder raus, aber nee, kannst du vergessen. Hier drüben geht's auch nicht weiter dann. Ach Mist. Das ist ja ärgerlich. Okay, die Frage ist... Ach, hier sind wir rausgekommen. Ich wollte gerade schon sagen, aus welchem Loch sind wir denn jetzt gekommen dabei? So, also wieder zurück. Auch das nur eine Sackgasse. Ist aber auch interessant. Die Sackgassen muss man quasi mitnehmen, wenn man die ganzen Handlungsstränge oder die ganzen Dialoge mitnehmen will. Aber darunter komme ich nicht. Schade. Ich müsste es halt irgendwie schaffen. Kann ich, glaube ich, nicht schaffen, ne? Ah, okay. Jetzt hat er gerade gar nicht erst den zweiten... Abstoß gemacht. Nee, nee, ich komme gar nicht so weit, dass ich da drunter kommen könnte. Blöd. Ich weiß nicht, wie wir hier vorankommen. Wenn der sich an dem Seil hier festhalten und sich runterziehen würde, das wäre gut. Aber er macht's nicht. Vor allen Dingen ist halt auch das Seltsame, dass hinten an der Ecke, dass er dort... Ah, jetzt, sehr gut. Dass er sich hinten an der Ecke, dass die quasi nichts eingebracht hat. So, hältst du dich hier dran fest? Ah, okay. Sehr gut. Dann kommen wir mal hier rein. Hier gibt es zumindest etwas, das wir uns durchlesen können, aber wir kommen gar nicht bis darüber. Hm, wie kommen wir darüber, ist die Frage. Ich hätte gern dieses Schriftstück. Ah,
wirst du wohl... Ah, okay. Hier geht's zur Bombe. Das heißt, wir müssen Ostrovska nahe sein. Hier ist sie explodiert, kann das sein? Aber wir kommen da nicht weiter. Gehen wir nochmal hier hin. Wir können ja aber auch nicht mit dem Seil interagieren oder irgendwas, ne? Mist. Wir müssen doch hier irgendwie weiterkommen, Mensch. Nee. Nix. Nix machbar. Ich glaube, wir müssen wieder hoch. Wo führt uns der Weg lang, ist die Frage. Hier unten ist auch noch ein Seil, das wir irgendwie erreichen müssten. Kommen wir genauso wenig ran. Es sei denn... Komm schon! Nein, komm ich nicht hin. Schade. Ist aber auch schwierig, weil ich die ganze Zeit mit nach unten gedrückt halten muss dabei. Nee, er schafft's. Doch, er schafft's. Aber ich komme dann... Ach, warte. Warte. Hier runter. Jetzt. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter? Wir probieren erstmal hier. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen also nach drüben, dort an die Kette, glaube ich. Ah, ach, komm schon. Da wollte er nicht mehr zugreifen gerade. So, ich verstehe auch diesen ganzen Aufbau hier rechts nicht. Das ist mir irgendwie ein bisschen unklar, was genau wir dort machen können. Dieser Sprung ist ja nicht so wirklich hilfreich. Es sei denn... Moment, das muss ich mal ausprobieren, ob wir mit dem Sprung vielleicht irgendwas erreichen können, was wir vorher nicht erreicht haben zum Festhalten. Nachdem ich das jetzt gesehen habe, muss ich das direkt mal probieren. Ich meine, so viele Wege gibt es ja ansonsten nicht. Denn wir müssen ja irgendwie in den Schacht da runterkommen. Das kann eigentlich nur der weitere Weg sein. Die anderen Wege sind alle Sackgassen. Und hinein. Einmal nach unten, ein zweites Mal nach unten. Ja, sehr gut. Geschafft. Funktioniert tatsächlich. Wunderbar. Es wäre auch schön, wenn er sich einfach noch ein drittes Mal abstoßen könnte mit den Füßen. Dann wäre das Ganze natürlich ein ganzes Stück einfacher. Look at the stream. It flows out from the ground here. It flows upwards. We can dig through the rock. I don't have the time. I want to go to the surface. The river could be meters below. No. It's time. Take me to her, Mr. Citrin. Take me to her deck. Ah, er ist bestimmt auf dem Schiff gestorben, oder? Kann das sein? Ich glaube, das ist der Hauptschacht. Ich glaube, das ist der Hauptschacht. Ich will nochmal ganz kurz hier an das Seil. Kannst du dich an dem Seil festhalten? Nein? Kannst du nicht? Okay, dann schwimmen wir nach oben. Ganz wie du willst. Nach oben, bitte. Ach komm, das hättest du noch mitnehmen können. Aber wir sind draußen. Direkt am Bug der Emilia. Aber Herr Citrin dürfte nicht mehr da sein. Yes. We made it. Well, we are here. I will have a son, Mr. Citrin. He will take my place in her life. Help her go on and... be the light to guide her. Please tell her that you will call him. Emilio. You are Emilio. Here to look for your mother. I am here to finish the job. I can do it. If Ostrovska isn't here, then I'll answer to you. Your mother has failed. She doesn't do that. It was impossible. She did everything she could. More than everything. That's who she is. That is who she became, Ostrovska. She would not let her heart defeat her. So she buried it here. Climb aboard and we will talk.
Deshalb hat sie sich also hier umgebracht quasi, deshalb ist sie hier gestorben und wollte nicht wieder an die Oberfläche kommen. Ihr Mann ist hier gestorben und ihre Hoffnungen für die Zukunft wahrscheinlich auch. Und die Frage ist, wie komme ich jetzt darüber? Gar nicht wahrscheinlich. Ah, okay, hier muss ich lang. She... Where is she? I tried to go back down, I tried! I've done everything I can. She's too deep down. Not for me! Junge, du kannst nicht so weit in die Tiefe gehen. Und selbst wenn... Meinst du wirklich, sie kann noch am Leben sein, nachdem sie so lange dort in der Tiefe war? Ohne Luft? Und vor allen Dingen, wenn sie sterben wollte? What is it? What is it you think you can do? Oh, hab ich ihn gerade runtergehauen? Whatever it is, let me help! Na gut, schwimmen wir mal hinterher. Mehr können wir gerade sowieso nicht tun. Wir müssen bloß halt irgendwie wieder hochkommen. Ich weiß nicht, ob das klappt, wenn wir hier einfach mal reinwerfen. Bleibt es an der Kiste hängen? Ja. Please! Your mother trusted me. Nein, du solltest... Ach. Sidwin, was tust du? Och, Junge. Du musst es nicht so kompliziert machen. Okay. Wir machen es einfach mal auf die... Na komm schon, auf die einfachere Art und Weise und werfen da den... Ruf doch mal bitte den Haken an das Netz. Na geht doch. Jetzt müssen wir doch hochkommen. Ja. Ach, der Junge. Den ganzen Weg wieder zurück, den wir gerade genommen haben. Müssen wir ins Loch? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade die Spur von dem Jungen verloren. Nein, er ist hier. Okay. Ostrovska served only the world. Only saving the world would have been enough. Nein, bitte nicht den Weg. Da komme ich doch nicht weiter. Das habe ich doch schon mal erfolglos probiert. Ostrovsky, we need to finish this for her. You tried to help her. Bitte, lass mich hoch. Thank you. If we work together, we can make amends for your mother's death. She will be proud of us. Danke, Junge. Sehr freundlich. Hey! Komm schon! Das war nicht nett.